Oh nein, hier ist wieder ein Spieler. Der hat eine Axt. 101? Oh mein Gott, es gibt einen Axtkampf. Was ein Showdown. Was ein Showdown. Beide rennen mit der Axt aufeinander zu. Er hat eine Knarre in der Hand, oder nicht? Er hat eine Knarre, er hat eine Knarre. Ah, so unfair. I won't kill you. I won't kill you. I'm just have an axe. Wo seid ihr? Seid ihr da in dem Haus? Vielleicht bin ich ja doch richtig. Kreis, du musst ihn gleich töten, damit das nicht so aussieht. Ich habe ihm gesagt, ich werde ihn nicht umbringen. Wir kommen jetzt. Peace auf die Zombies. Was hat er? Er hat ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Auch mein Lachs könnte ausrutschen. Aber dann würde ich... das kann ich nicht machen. In dem Haus da vorne ist noch ein Kumpel von mir. Also nicht draufschießen, bitte. Wo seid ihr denn? In welchem Haus? An dem Haus, wo du gestorben bist. In Komarovo ist das, glaube ich. Zweite Stadt von links unten. Welche Munition brauche ich für die AK-47? AK-47, bitte. Fuck. Das sind also AK-74. Es gibt zwei unterschiedliche. Ich habe beide. Ich habe eine AK-74U und ich hab eine AK-47, aber beides keine Munition. Als traust du es nicht? Hä? Er hat eine schallgedämpfte Sniper. Wie? Ich weiß ja nicht. Nein, das können wir nicht machen. Hier ist Kumpel von mir drin, also bitte nicht schießen. Hallo, ich bin der Kumpel. Habt ihr jetzt einen Freund gefunden? Ja, der hat eine Sniper. Hast du noch irgendwas über? Essen oder trinken? Vielleicht eine Pistole, weiß ja nicht, was du mit hast. Schau mal in seinen Rucksack rein. Kriegt der, wenn jetzt in 10 Minuten mit. Was hat er im Backpack? Er hat noch eine Sniper im Rucksack. Die könnte ich ihm abluchsen, ohne dass er es mitbekommt. Er hat ja eine auf dem Rücken. Die AS50 hätte ich gern. Oh, ich muss ihm gar nicht klauen, er gibt sie mir. Siehst du, es gibt freundliche Menschen in dieser Welt. Geil. Ne, geil. Sachen gibt's, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Also ich laufe jetzt den Bahnschienen entlang. Direkt zu euch hoffentlich. Komme ich vorbei und erschieße ihn einfach. Ja. Fuck. Kannst du sie looten, Kreis, reingeben? Ah, hab schon. Vielen Dank! Sehr geil, ohne Witz. Und jetzt erschieß ihn. Nein. Nein, ich werde ihn nicht erschießen, auch an alle Leute. Ich war gerade allgemein nur ein Witz, weil das ist dann immer doch ein Stück zu dreist. Hast du noch was zu trinken? Also jetzt ohne, wir könnten natürlich jetzt auch Zombies schießen, aber... Oh, alles klar, wollen wir zusammen ein paar Zombies schießen? Links neben dir einer. Kreis. Was ist da los? Hinter. Er will ein paar Zombies mit uns schießen, damit wir an Essen und Trinken kommen. Er hat mir die Knarre gegeben, mit Mutti. Wo sind denn... Ja, hier ist nichts mehr, oder? Ja, Marv als nächstes finden. Marv, du kriegst ihn. Nein, keiner tötet ihn, er ist cool. Schauen wir mal. Marv? Er hat den größten Rucksack, den es im Spiel gibt. 2 Sniper-Gewehre dabei. Ein Sniper. Da ist schon was weg. Also ich bin jetzt gleich wieder bei Tscherno und ihr seid immer noch weiter weg, ey. Kreis, was macht unsere Moral? So frisch Würfel? Was? Nein, ich bin moralisch, okay, ich bin ein Mensch. Moralisch unterwürfig. Ich habe auch bei Fable 3 schön auf gut gespielt. Ich habe Fable 3 noch gar nicht angefangen. Im Moment bin ich jetzt gerade dabei, Halo Reach zu spielen. Was hast du eigentlich unten am Strand gemacht? Mit den Items? Nicht gesonnen. Er ist AFK. Das sind so die typischen Leute, die am Strand AFK rumliegen. Er wollte Essen und Trinken holen. Ja, Essen und Trinken wäre jetzt gut. Wir sollten langsam mal was schießen. Es gibt echt noch nette Spieler. Ich dachte eigentlich, er killt mich direkt, aber er hat seine Waffe nur gezogen, um mich, nach Balota hat er gesagt. Ja, Balota wäre gut. Aber hier, Ding ist noch hinter uns. Fanny. Ich weiß ja nicht, ob Fanny schon wieder im Spiel ist oder immer noch am Rauchen ist, um den Schock zu verdauen. Völlig fertig mit den Nerven. Hey. Oh, ich hab eine Frag-Granate. Oh Gott, sind da viele Zombies hinter mir her. Boah, ich werd letztes Mal bei irgendeiner Zombie-Night hat einer eine Granate geschmissen, ey, boah. Das war übel, ey. Wieso, was ist da passiert? Ich hab mich übelst erschrocken, was meinst du, wie dich erschreckst? Du läufst durch die Gegend, denkst an nichts Böses und BAM! Bist wie heißt du? Du bist live im Stream. Wie ist dein Name? Ach, ist schon wieder einer da? Hallo? Hallo. Ist mal Sinn. Schatten? Ist immer noch derselbe, der uns folgt. Der schießt gerade ein bisschen mit uns. Ein Schuss zwischen die Augen und du hättest eine Waffe, Kreis. Shamie heißt er. Shamie? Shamie? Hallo Shamie, du bist live in der Aufnahme. Danke, dass du uns geholfen hast. Hat er, hä? Wie, was hat er gemacht? Der hat mir eine Waffe gegeben, ich habe ein Scharfschützengewehr. Dicke Sniper sogar. Oh, was? Dass es solche Leute noch gibt, ne? Ja. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr gerade? Bei Komarovo, also eine Stadt weiter als du. Also ich bin noch bei Tscherno irgendwo. Okay, wollen wir weiter, sonst wird's knapp mit Essen und Trinken bei mir zumindest. Das soll mir auch eine geben. Komm her, Keulen. Der hat noch irgendwas anderes, eine M9 oder so. Er hat noch eine Knarre mit Schalli. Wie kriegt man denn bitte einen Schalldämpfer? Das ist eine Military-Waffe, eine relativ seltene. Also meine Gesamtkills von den Menschen halten sich echt in Grenzen. Ich glaube 2 oder 3 habe ich bis jetzt erst erledigt. Sei doch froh, dass du noch ein guter Spieler bist. Welcher bist du jetzt, der in dem Auto? Ich bin der mit dem Babybag. Betty Babybag. Eben geht die Munition aus, gleich ist er hilflos. Du hast auch so einen nervösen Zeigefinger, kann das sein? Jetzt ist ja nur Spaß. Natürlich. Ja, ja. Aus Spaß kann ganz schnell ernst werden. Also ich verlasse jetzt, wie heißt denn das? Ich kann, mein Kyrillisch müsste ich echt aufbessern. Konnichiwa. Das hörte sich mehr nach Japanisch an. Konnichiwa? Ich habe nicht Konnichiwa, sondern Konnichikoro gesagt. Scheiß, brich ihm das Bein, brich ihm das Bein. Nein, nein. So heimlich durch die Nase sprechen, vielleicht hört er uns nicht. Und fällt überhaupt nicht auf, komm mal, brich ihm das Bein. Du hast eine Geheimsprache, ich verstehe den nicht. Ja, Geheimsprache, gut. Herzlich willkommen zu Let's Play in Geheimsprache. Das können nur die das kann man nur ab einem Intelligenzquotienten von 140 entziffern. Oh, ich verstehe dich nicht, du musst lauter sprechen. Geil, ey. Kann man die Axt werfen? Wir könnten uns, ich könnte mich umdrehen. Dann wird er stehen bleiben, weil er zielt, und dann haust ihm die Axt. Nein. Malt euch das ja nicht aus, hier an die Zuschauer auf, bitte. Das ist nur Spaß. Ja, ja, ja. Das ist alles nur ein Spiel. Marv, sieht eigentlich wer zu? Was? Sieht eigentlich doch wer zu. Das sind aber lange gebraucht. 35 Leute. Oh, dann sag gleich mal in 5 Minuten Bescheid, was die Leute davon halten, wenn wir ihn umbringen wollen würden. Da ist die Zuschauer entscheiden. Ey, hier ist voll die Zombie-Parade hinter mir. Wo ist er denn? Ich sehe nur dich, Alter. Ja. Wo ist er? Ich dachte, du bist. Ich dachte, er ist das. Er war zwischen uns. Ich glaube, kann es sein, dass er sich ausgelockt hat? Ich rufe nach ihm. Shamie! Mein Freund, wo bist du? Sprich mit mir! Wo bist du hingegangen? Vielleicht hat er den Stream auch geguckt und gerade vor 10 Minuten kam. Wenn er kommt, bringst du ihn um. Oma Roswitha hat ihm Computerverbot gegeben. Ist weg. Du bist allein gelassen. Ich glaube, er hat die Chance gelockt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er den Stream doch angehabt und hatte Schiss um sein Leben, obwohl es nur Spaß war. Ja, snack doch mal ein paar Zombies, wenn du da gerade am Eingang stehst. Wie, ich gehe da gerade in den Eingang rein. Ja, dann drehst dich um und snackerst ein bisschen rum. Swag aufdrehen kann ich. Ja, den Swag auf. So, für Shamie hat was nicht falsch. So, ich komme jetzt nach Komarovo. Ich bin in... Nee, doch. Ich komme jetzt auch rein. Komarovo. Irgendwie kommen keine Zombies. Bei mir sind genug. Wie gehe ich die denn? Hier sind die Zombies, die sind auch verschwunden. Hier stimmt was nicht, Kreis. Zwischen uns ist ein Spieler verschwunden. Und jetzt kommt wieder die Musik, ey. Seid ihr Bermuda-Dreieck? Ich sehe eine Spielerleiche direkt auf der Straße. Das ist ein... Guck mal, da der Zombie, der vor dem Auto steht. Siehst du den Kreis? Ja. Pass auf, der regt sich gleich wieder auf. Also er macht so einen Wutschrei. Sieht so aus wie Scheiße, das war mein Auto. Mir ist alles kaputt, da liegen die Scherben auch noch. Jetzt ist die Sau mir in die Seite gefahren. Angry Zombie, ey. Wo ist Shamie hin? Shamie ist, glaube ich, abgehauen. Er hat sich geschamt. Er hat sich rasiert. Ich guck mal, ob Shamie noch lebt. Oder ob er noch auf dem Server ist. Shamie ist noch drauf. Der ist abgebogen. Der Bobbycar-Pilot ist auch noch drauf. Der ist teleportiert. Der Bobbycar ist auch noch drauf. Oh, da kommt einer um die Ecke. Was ist denn hier los, Auto? Da, jetzt hat er wieder aufgeregt, der andere. Der Besoffene kommt. Mann, ey, das war mein neues Auto. Sollen wir weitergehen. Also, ich weiß jetzt nicht, wo Marv herkommt, aber der Fanny kommt jetzt gleich in die Stadt, wo wir rauskamen. Wir haben ihn verloren. Ich sehe schon. Was siehst du? Ein Haus. Ein Haus. Lager, da ist ein Lager-Dingsbums mit so einem Container. Was ist mit Shamie geschehen? Marv, was schreiben die Leute? Ich gehe einfach auf den Gleisen lang, ja? Tötet ihn, es ist eine M4 und keine Sniper. Wo seid ihr denn in Komarovo? Sagten die Leute. Und trotzdem hat er eine Sniper im Rucksack gehabt, das habe ich gesehen. Töte ihn, Scheiße. Töte ihn, das ist ja, da denkt noch einer so wie ich, ich hab schon Angst gehabt. Dachte schon, ich bin mir das Arschloch. Das wäre ja nichts Neues. Ja, das wäre was Neues. Ich bin doch der Gute von uns. Ja. Genau dein Stil, ja. Wo seid ihr denn, Komarovo? Hinter den Lagerhallen, wenn du weiter am Wasser läufst. Der Hard Smoker regt sich gerade so ein bisschen im Chat drüber auf, dass ihr ihn töten sollt, Alter. Ihr Noobs. Toll, wenn ich aber unter deiner Episode, ja, auf deinem Kanal sag, ja, was mache ich denn, wenn ich einen Spieler sehe? Bring ihn direkt um, so, weißt du? Dann wird gesagt, nee, damit macht man nicht. Ja gut, aber das ist halt meine Zuschauer und deine Zuschauer, ne? Deine Zuschauer kommen ja auch hier hin. Da sind ja welche bestimmt wegen dir hier. Oh nein, ich stecke im Busch fest. Soll ich dich umbringen? Ich bin wieder rausgekommen. Müssen wir gleich noch Marv finden, dann sind wir wieder 4. Marv, wo bist du gerade? Einen haben wir schon verloren. Ich laufe jetzt so quer über die Wiese. Ich bin immer noch da, wo ihr alle, unfähig wart zu leben. Also bei der Feuerwache. Nee, da bin ich jetzt nicht mehr. Läufst du im Wasser vorbei? Also an der Halle? Bin ich gerade, ja. Also ich bin immer noch bei den Bahnschienen und laufe euch irgendwie immer noch entgegen. Da kommt einer. Seid ihr, ne? In der Hoffnung, euch zu finden. Also ich muss euch ehrlich sagen, von der DayZ-Map fürs Handy bin ich nicht so wahnsinnig begeistert. Ich schon, also die ich drauf habe, ist sehr gut. Ja. Keine Zeit da immer drauf. Ich habe ja eine auf meinem iPad, so, die ist eigentlich auch ganz cool. Ja, sowas habe ich ja nicht. Nur so ein kleines Mini-Handy. Und mein altes... Ich sehe noch voll überall die Loots und so ein Kram, oder... Mein altes Nokia hat halt echt Probleme, die ganze Karte darzustellen. Oh, fuck. Ich höre Schüsse. Ist echt? Er ist ja bei der Feuerwache. Da kommt einer auf uns zu.